Der letzte große deutsche Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof hat angesichts der Schieflage seines Eigners Signa einen Insolvenzantrag gestellt. In einer Mitteilung von Galeria am Dienstag hieß es, um sich aus dieser Situation zu befreien und eine erfolgreiche Zukunft für Galeria Karstadt Kaufhof zu sichern, hat das Unternehmen am 9. Januar 2024 beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter sei Stefan Denkhaus bestellt worden. Die Signa Holding des Tiroler Investors René Benko und zahlreiche Töchter hatten bereits Insolvenzanträge stellen müssen. Die Signa Holding hatte sich ursprünglich dazu verpflichtet, Galeria einen Betrag von 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Zahlungen der Signa blieben nun aber aus. Die über Jahre kriselnde Kette Galeria Karstadt Kaufhof mit rund 12.000 Vollzeitstellen hatte für das laufende Geschäftsjahr ursprünglich einen operativen Gewinn angesteuert. Das wichtige Weihnachtsgeschäft war der Gewerkschaft Verdi zufolge zudem gut gelaufen.